Torfrau Jana Krause hatte schon vor dem Anpfiff zum vorerst letzten Bundesligaspiel der Clubhandballerinnen Tränen in den Augen. Als sie zur letzten Aktion der Partie gegen Blomberg-Lippe nochmal aufs Feld kam, zu einem 7-Meter, standen ihr wieder die Tränen in den Augen. Dass sie ihn nicht abwehren konnte, spielte keine Rolle mehr. Ebenso wenig das Endergebnis von 34-34. Viele Emotionen kamen nach dem Abpfiff hoch, als das Kapitel Bundesliga-Handball in Nürnberg vorerst zu Ende ging. Herr Kolle, das hat ja eigentlich ganz gut ausgesehen für die Zukunft Clubhandball. Was ist jetzt eigentlich passiert, dass plötzlich von heute auf morgen vorbei ist? Also wir waren auf GmbH-Seite, wie Sie schon sagen, kurz davor. Am Donnerstagabend hätten wir eventuell noch verkünden können, dass wir gerettet sind. Also wir haben die letzten Wochen zusammen mit der Unterstützung der Stadt versucht, unser Minus vom letzten Jahr und von diesem Jahr abzuarbeiten, damit die Damen nächstes Jahr in eine erfolgsversprechende Zukunft starten können. Und dann kam diese Nachricht, die den e.V. betrifft, die jahrelang her ist und die den e.V. in die Insolvenz zwingt und uns somit auch, weil ohne den e.V. können wir nicht in der Bundesliga spielen. Diese Geschichte ist eine alte Auseinandersetzung oder eine Vorläufergeschichte, ein Gerichtsurteil. Was für ein Laien ist da beschlossen worden? Naja, also da müssen Sie unseren Präsidenten, Herrn Klamroth, fragen, der weiß das besser als ich. Aber es ist beschlossen worden, dass von der Verwaltungsberufsgenossenschaft Beiträge vom e.V. zu zahlen sind, die einige Jahre her unter Schelski wohl nicht abgeführt worden sind oder falsch abgeführt worden sind. Und das ist eine Summe in sechsstelliger Höhe gewesen. Und nur mit einer gleich hohen Bürgschaft hätte man dagegen vorgehen können. Aber das war in der Kürze der Zeit leider nicht mehr möglich. Gibt es eine Zukunft aus Ihrer Sicht heute? Ja, also auf Spitzenniveau erstmal natürlich nicht. Also der e.V. versucht, soweit es geht, weiterzumachen, dass wir zumindest die Bayernliga-Mannschaft erhalten können und die Jugendmannschaften, dass man dann auf Jahre hinweg wieder langsam nach oben kommt. Aber das wird sich in den nächsten paar Wochen zeigen. Vielen Dank. Frau Weizig, letztes Spiel im Clubdress. Es nimmt Sie sichtlich mit. Welche Gefühle gehen Ihnen da gerade im Moment durch den Kopf? Ja, es ist halt super schade. Wir haben mit der Mannschaft so viel erreicht und jetzt ist alles auf einmal dahin. Wie ist es, Sie sind gestern oder am Freitag, gestern informiert worden von der Entscheidung hier. Ich nehme an, das Herz hängt ja immer noch sehr stark am Club. Klar, ich habe zwar Leverkusen unterschrieben, aber nur für ein Jahr. Immer mit dem Gedanken, dass wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer wieder hierher zurückkommen, weil das hier so eine tolle Zeit war. Und ja, es ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ich kann dazu noch gar nicht viel sagen, es ist einfach traurig. Was war das? Eine schöne Zeit ist zu Ende gegangen. Ob nach dem Abgang der diesjährigen Bundesligamannschaft in absehbarer Zeit ein anderes Erstligateam am Berliner Platz zu erleben sein wird, ist derzeit offen.